Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wir haben uns letztes Mal hier durch diese komische alte Kriegsanlage durchgeboxt, aus dem Zweiten Weltkrieg, um auf diesen verdammten Funkturm hochzukommen. Und ja, da machen wir jetzt auch weiter. Da unten ist ein Lagerfeuer. Und ich glaube, wir konnten den Fähigkeitenpunkt aufrüsten. Jawohl. So, was haben wir denn hier schön? Oh, noch eine dritte Kategorie. Was gibt's hier Schönes? Halten Sie im Kampf mehr aus. Werfen Sie den Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen. Okay. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier, damit ich nicht so schnell sterbe. Mal gucken, was wir als nächstes nehmen. Gut, wir haben noch sehr viel Bergungsgut gefunden. Das heißt, wir können ein paar Waffen aufrüsten. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, 100%, das ist voll. Da haben wir noch was. Bogen-Upgrades. Was können wir hier machen? Gewickelte Sehnenhöhe, höhere Schussfrequenz. Mehr Schaden. Okay, was ist mit unserer Maschinenpistole hier? Größeres Magazin. Stabilisierung. Fahren wir den Rückstoß. Nachladetempo. Die Schussfrequenz. Buja. Ich glaube, ich mache hier ein bisschen mehr Schaden. Und ich erhöhe die Schussfrequenz. Alter, dieses Menü. Das geht mir so auf die Nerven. So, damit haben wir den erstmal soweit. Dann können wir hier noch ein bisschen was reinpumpen. Großes Magazin. Finden wir ein bisschen zur Stabilisierung. Ich bin ein schlechter Schütze. Das hilft uns sicherlich ein bisschen. So, genug geshoppt. Wir machen weiter. Ja, das sieht ja wieder toll aus hier. Okay, einfach weitergehen, als ob nichts wäre. So. Alter! Was soll ich machen? Links, rechts. Und F. Ich bin zu schreckhaft für dieses Spiel hier alleine. Oh Gott. Oh nein, da sind schon wieder welche. Verdammt! Wie viele sind es? Der ist nicht tot, klar. Ich bin natürlich auch nicht tot, wenn ich 10 Kugeln abkriege. Okay, die ist ein bisschen doof. Die hat keine hohe Präzision. Das war der eine. Komm, steck dein Köpfchen raus. Bam, bam, bam! Nein! Oder nee, das war einer von uns, kann er sein, der um Hilfe schreit. Aber die dürfen eigentlich hier oben sein. Das sieht aber gerade so an. Da sind wir mehr. Zwischen die Augen! Da ist noch einer. Was ist das für einer? Weg mit dir! Pfui! Na komm. So. Das sollte ausreichen. Die Munition, sehr gut. Was? Wo? Bam! Oh ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Immer sehr schön, wie die sich da so in Deckung bringen und völlig offen. Völlig offen rumstehen. Genauso wie ich jetzt. Alter. Ah. Kopfschuss! So, okay. Wir kommen den Turm immer dichter. Bergungsgut hier einsammeln. Oh oh. Geh in Deckung.
So, da ist einer. Da oben ist einer. Und da ist einer. Komm, 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 komm. So, wo ist noch einer? Hol den Gruppen. Oh nein. Sag nicht, ich bin so ein Endgegner. Oder so ein Mini-Boss, besser gesagt. Komm. Der lebt doch noch. Oder? Oh ja, das sieht sehr nach Mini-Boss aus hier. Gut, machst du nichts. Müssen wir durch. Oh. Oh nein. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Och nö. Ausreichen. Konzentration, du schaffst es. Natürlich. Oh. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wo geht er? Okay. Also ich muss ihn an mich ranlassen, ausweichen und dann ein paar Schüsse reinmachen. Okay, dann komm her. Lad nach, lad nach. Komm her. Oh, das war das schon? Oh, nice. Ah! Das tut keiner. Stirb! Puh. Waffenteile. Okay, also ich habe jetzt in der Eile hier irgendein Waffenteil anscheinend gefunden. Okay. Gut, aber es war anscheinend irgendwas für den Bow. Eieiei. Gut, der war jetzt irgendwie leichter, als ich gedacht habe. Was aber nicht, dass jetzt hier noch was auf uns warten kann. Okay, sieht gut aus. Ruf das rein. Ich glaube, dann gehen wir auf den Turm hoch. Dann ist Bergungsgut. Dann nehmen wir noch mit. So. Ist hier jemand? Nee. Nee, hier ist keiner mehr. Gut. Wo muss ich denn jetzt lang? Lagerfunktion? Was ist denn? Ah, da vorne ist ein Lager. Mal gucken, wir haben doch jetzt irgendwie ein neues Teil bekommen. Wo ist meine Maus hin? Hallo? Ach hier. Fähigkeiten, Ausrüstung. Ich hab doch jetzt. Finden Sie ein weiteres Teil, um ein Upgrade freizuschalten. Okay, das heißt, ich muss jetzt noch irgendein Bogenteil finden, dann habe ich noch ein Upgrade mehr, oder was? Machen wir uns später Gedanken zu. Erstmal ruf auf den Turm, um ein Funksignal abzusetzen. Wie soll ich denn da rüberkommen? Was soll mich hier. Ah, okay. Gut. Okay, dann machen wir uns mal ran hier. Da ist eine Treppe. Sehr praktisch. Jo, sieht sich aus. Natürlich. Ich werde wie im schlechten Film, wenn wir oben sind, bricht einfach die Leiter mal weg. Und wieder müssen wir uns einem Licht entgegenkämpfen. Dann geht's tief runter. Aber wir machen weiter. Los. Komm. So. Eine schöne Aussicht hat man hier. Huh, nicht wundern, das war gerade ein Screenshot. Falls man das überhaupt in der Aufnahme gesehen hat. Dann kommt nämlich einmal so ein rotes Kästchen. Oh ja, und wir greifen einfach mal in die Luft. Sehr schön. Puh, das war's aber jetzt, oder? Sag mir bitte, dass es war. Oh, da
jetzt hier vorne. Aber es geht noch weiter. Oh, noch klasse. Natürlich sind die letzten oben weggebrochen. Komm schon, komm schon. Hör auf die Musik. Das schaffst du. Komm schon. Oh ja, weiter, 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 weiter. Komm schon. Jawohl. Endlich sind wir auf dem Turm. Ich wundere mich, ich glaube, ich mache jetzt mal ein paar Screenshots. Falls man das überhaupt sieht. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Okay. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Sender einstellen. Ach, ich muss jetzt das machen. Nach links und rechts. Okay. Komm schon, irgendwie muss doch hier eine klare Frequenz sein. Kann ich nochmal auf den anderen wechseln bringen? Na komm. Was hältst du doch gut an? Ah. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Na endlich. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Gut. Wie praktisch, dass hier ein Seil ist, um wieder runterzukommen. Ah, ihr seht ja schon Benzintanks. Das wird wahrscheinlich unser Signal sein. So kommt man definitiv runter. Okay, gut. Ich denke mal, hier stoßen wir Widerstand, oder? Nee, wie es aussieht nicht. Da vorne sind Benzintanks. Treibstofftanks. Da ist ein Ventil. Hier liegt Munition. Das bedeutet, ihr könnt gleich die Post abgehen. Okay, da liegt schon eine Weile. So. Gibt's hier noch was, Janet?
Das Licht da schön nicht. Oh. Oh, Feuerstahl. So sollte es gehen. Das bedeutet, ich kann jetzt immer meine Fackel anmachen. Na komm. Jawohl. Hey. Okay. Gut. Sonst ist hier nichts weiter. Okay. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Treibstofftanks. Machen wir erstmal das Ventil. Der dürfte... Ah, das kommt hier raus. Und dann... Sollte er drauf schießen oder das mit dem Ding anzünden? Ich hole eine Fackel. Wir sollen es anzünden. Okay. Jetzt ein bisschen Sicherheitsabstand. Oh ja! Da ist es! Hallo! Oh oh. Natürlich. No one leaves, okay? Das nehmen die also wörtlich. Eieiei. Hey. Hey. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hilfe! Oh, oh, oh! Was, was, was? Was hab ich falsch gemacht? Achso, es geht weiter. Links, links, links. Rechts. Oh. Wo geht's lang, wo geht's lang? Links, links, links. Rechts, rechts, rechts. Und? Ey. Oh Gott. Oh, oh, oh. Geht zur Seite, geht zur Seite. Spring! Alter, die Waldfee. Das war knapp. So, wo setzt das Flugzeug hin? Das war jetzt nur die Turbine. Ah, da ist er. Ich muss zu ihm. Ja, dann mal schnell. Oh, das sieht ja wieder sehr stabil aus, alles hier. Was war das denn gerade? Was war das? Ich hab nichts gedrückt. Wollt ihr mich verarschen? So, das habe ich jetzt gemacht. Okay, komm, spring! Zack. Oh oh. Das war hier. Ah! Klasse. Nicht da hoch. Nicht da hoch. Doch da hoch. Nein, doch nicht. Nein! Ah! Was mache ich hier? Spring, spring, spring! Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt! Lass mich durch! Wo lang? Ja! Hier lang, hier lang. Und? Ran da, ran da, ran da! Nochmal! Oh. Komm schon, komm schon, komm schon! Und? Zack! Weiter, 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 weiter! Und? Aua! Das sind die Schüler. Oh nein, der Pilot. Mach doch was! Mach doch was! Oh. Unser Pilot. Anstatt mal auf den zu schießen. Ja, komm schon, komm schon. Penner. Das war mein Pilot. Toll. Der Tod. Hm. Das war's mit der Chance, hier wegzukommen. Gibt's hier noch was? Da geht's noch nach oben. Hier liegen ein paar Pfeile. Kommen wir da hoch? Ja. Ah, eine Kiste. Ein bisschen mehr Bergungsgut. Waffenmodifizierung verfügbar. Oh ja.
Aber eine sehr schöne Gegend hier. Wenn ich an jeder Ecke Tod und Verderben lauern würde, könnte man hier gerade wohnen. Und hier haben wir wieder ein Lagerfeuer. Ein Sturm aus dem Nichts. Ein klarer Himmel. Ein Flugzeug abstürzen lässt. Es ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Okay, ich wollte sie nämlich gerade noch mal ein bisschen reden lassen. Ansonsten breche ich sie ja mal ab, wenn ich wieder aus dem Menü rausgehe. So, was können wir hier noch schön machen? Okay, ich glaube, ich spare ein bisschen das Bergungsgut. Gut. Alles klärchen. Weiter geht's. Huh. Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Hä? Roth, der liegt doch noch da verwundet am Lager, wo wir ihn zurückgelassen haben, oder? Warum gehst du nicht weiter? So, jetzt. Da ist eine Geste. So. Dum-di-dum, di-dum-di-dum. Oh! Falle. Hier drüben! Oh nein. Das normale Schießen ist ja schon Problem für mich. Was ist der denn her? Weg, 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 weg! Komm schon! Wir fahren jetzt härtere Geschütze auf. Und. Pam, pam, pam! Oh Gott, ich bin so schlecht. So. Okay. Es muss einen Weg nach oben gehen. Okay, bei. Dalalala. Okay. Also, ich kann jetzt beispielsweise wahrscheinlich das Ding da oben kaputt machen. Jawoll. Raumpower. So, dann kann ich das Ding da zu mir holen. Und wahrscheinlich dort ranspringen. Jawoll. Das läuft auch wie geschmiert hier. So, da oben ist noch was. Nein, 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 zu früh gesprungen. Verdammt. Dann machen wir das Spiel halt nochmal. So. Einmal da drüber. Wieder nach oben. Und hier rüber. So, ah, ich musste hier rauf. Ah, okay. Das erklärt es natürlich. Gibt's hier was Schönes? Erwägungsgut. Ein paar Pfeile. Ist hier noch was? Nee. Was? Was war das denn? Oh, nicht schon wieder. So, aber nochmal. Diesmal schaffen wir es. Gucken, ob wir jetzt die anderen finden. So ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel hier, Mensch. So, warte mal hier. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Seilbrücken. Ah, okay. Gut. Das bedeutet immer rüber.
und da festmachen und dann kann ich da rüber. Gut. Da oben gab es auch noch was, oder? Ich wette. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Aber egal. Da oben gibt's noch. Gibt's auch was Schönes, bestimmt. Auch wenn es nur eine Kiste ist. Naja. Immerhin. Und wenn sag nichts, geht wieder runter. So, das bedeutet, ich kann noch so eine Tür jetzt damit aufmachen. Oh, ich mag keine dunklen Höhlen, Mensch. Okay. Ich hab Angst, dass hier im Moment irgendwas um die Ecke kommt und dann. Ah, guck mal an. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Hört, hört. Gut. Das bedeutet, wir müssen jetzt den Piloten retten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war's nämlich schon wieder. Jo, mal gucken, was uns dort erwartet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.